2021 war ein turbulentes Jahr und auch bei den Sims war einiges los. In diesem Video möchte ich nochmal die Inhalte, die wir letztes Jahr erhalten haben, aufschlüsseln und euch diese als Zahlen gesondert präsentieren. Beginnen wir zuerst mit den Packs und Updates, die Entwickler in diesem Jahr so veröffentlicht haben. Hier haben wir insgesamt in 2021 12 verschiedene Packs, darunter eine Erweiterung, ein Gameplay-Pack, ein Accessoire-Pack und 9 Sets erhalten. Wenn ihr diese alle auf eurem PC installiert habt, verbrauchen diese insgesamt zusammen 2,92 GB und kosten ohne irgendwelche Rabatte, also so wie ihr sie normal bei Origin kaufen könnt, 115 Euro. Für alle Leute, die unverhältnismäßig viel im Baumodus und Erstelle einen Sim-Modus abhängen, wurden mit diesen Packs nämlich ganze 737 Objekte in den verschiedensten Variationen, Stilen, Formen und Farben ins Spiel integriert. Mit dieser Auswahl sollte man bestimmt das ein oder andere Häuschen zusammenzimmern können. Falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie viele Spieler sich eher zu den Häuschenbauern, Sims-Erstellern oder Geschichtenerzähler zählen würden, gibt es hierzu ein paar verlässliche Zahlen. Die meisten Spieler haben 529 Millionen Stunden im Live, 226 Millionen Stunden im Bau und 146 Millionen Stunden im Erstelle einen Sim-Modus verbracht. Ehrlich gesagt habe ich mir schon selber fast gedacht, dass die Live-Modus-Fraktion sehr groß ist und wahrscheinlich die Mehrheit bildet. Diese beachtlich große Differenz bzw. Vorsprung aber habe ich auch so nicht kommen sehen. Apropos erstelle einen Sim. Hier konnten wir uns im letzten Jahr über insgesamt 8 neue Bestreben sowie 3 neue Merkmale mit Updates und Packs freuen. Insgesamt wurden wir in diesem Jahr mit 15 verschiedenen, mal mehr, mal weniger großen Updates beliefert, die Sims 4 mit verschiedenen Features vorangetrieben haben. Natürlich wurden hier ebenfalls ein paar neue Objekte gratis hinzugefügt, insgesamt 61 Stück, davon 28 im Erstelle einen Sim und 33 im Baumodus. Von der Menge haben wir insgesamt also ungefähr ein relativ kleingeschnürtes Accessoire-Pack gratis bekommen. Sonnenterrassen mit nur 44 neuen Objekten liegt hier also zum Beispiel sogar ein bisschen weiter hinten. Alle, die sich besonders viele neue Regionen zum Spielen im Jahr 2021 gewünscht haben, wurden von den Entwicklern leider schon fast ein bisschen vernachlässigt. Hier wurde nur eine neue Welt, Hanford und Bakely, bestehend aus 3 Regionen und 12 Grundstücken hinzugefügt. Da gab es doch ein paar Jahre, in denen hier ein wenig mehr lief. In 2015 beispielsweise hatten wir gleich 3 Packs mit 9 Welten. Die Grundstücke in der neuen Welt konnte man im letzten Jahr mit insgesamt 2 neuen Grundstücksmerkmalen bestücken. Auch auf dieses Feature scheinen die Entwickler nicht mehr so wirklich den Fokus zu legen. Für alle, die gerne die Karrieren und Fähigkeiten der Sims auf das Maximum bringen, konnten diese insgesamt 2 neue Fähigkeiten und 2 Karrieren durchspielen. Ansonsten wurden noch 6 Kreaturen und 42 Sammelobjekte hinzugefügt, was erstmal nach einem erfolgreichen Jahr für alle Kreaturenfans klingt. Diese kommen allerdings alle aus dem Landhausleben Erweiterungspack. Klassische Kreaturen, also zum Beispiel übernatürliche Sims oder ähnliches, gab es hier nicht, sondern eher die neuen Tiere. Auch auf dem Sims YouTube-Kanal gab es ein paar neue Videos, 11 um genau zu sein. Das war's mit diesem etwas anderen Jahresrückblick. Wenn euch interessiert, was mir persönlich inhaltlich im Jahr 2021 am besten und schlechtesten gefallen hat, solltet ihr nochmal in meinen Sim gehört Jahresrückblick reinhören. Den Link hierzu findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.